Natürlich auch alles Gute zum Geburtstag. Und für Sie klingt ein Geburtstagslied, der russische. Geburtstag feiern ist was Schönes. Es kommen Freunde, die bringen Geschenke, es wird gefeiert. Aber schade, dass Geburtstag nur einmal im Jahr gefeiert wird. С днем рождения, liebe Abo! Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, это подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Wir brauchen vor allem auf Bundesebene eine bessere Sozialgesetzgebung. Da steht für mich zuallererst Hartz IV abschaffen. Zweite ist eine Kindergrundsicherung und das dritte sind armutsfeste Renten. Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, jeder Mensch von der Wiege bis zur Bahre erhält einen Grundbetrag. Und alles, was darüber ist, wird versteuert. Was er darüber hinaus verdient, wird versteuert nach einem festen Satz. Und dann kann jeder so selig werden, wie er will. Und ich glaube durchaus, das merke ich auch an mir, dass ich Lust habe zu arbeiten. Was ist die Grundsicherung? Muss man mal so fragen. Die Grundsicherung ist einfach zu wenig für Behinderte, für die Pflege, für zu Hause, alles. Und es kotzt wirklich jeden an. Bei uns sind so viele Behinderte, die gehen überhaupt nicht wählen, weil sie einfach die Schnauze voll haben, weil sie nichts mehr für die Behinderten tun. Dieses Bundesland hat Geld zur Verfügung, was jedes Jahr nicht unbedingt alles ausgegeben wird. Und wir müssen natürlich Behinderte entsprechend unterstützen, indem wir ein Wohnungsbauprogramm von Wohnungen für Menschen mit Handicap auf den Weg bringen. Einige haben doch schon ganz schön zu knabbern, eine neue Wohnung zu finden, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und da muss man auch in so einer ländlicheren Region gut hinschauen und über Investitionsprogramme, die ja im Wahlprogramm der SPD auch ganz klar definiert sind, sehen, dass man auch einkommensschwächeren Wohnraum ermöglicht und auch barrierefrei. Inklusion ist wichtig, dass wir in den Schulen schon anfangen, die Menschen, die jungen Menschen miteinander zusammenbringen, um eine Gemeinschaft aufzubauen für die Zukunft. Und insofern muss man, glaube ich, wirklich den Schulträgern und den freien Trägern, alle, die mit Schule und Kita zu tun haben, massiv unter die Arme greifen, damit die das auch wirklich realisieren können. Deswegen steht bei uns Schulsozialarbeiter an die Schulen, Leute, die Verwaltung organisieren, damit die Lehrer das machen können, was sie wirklich machen sollen, mit den jungen Leuten nämlich arbeiten. Und wer mal war an einer Schule, wo Inklusion schon funktioniert oder in irgendeiner Kita oder sowas, der stellt fest, die damit ein Problem haben, sind die Erwachsenen, nicht die Kinder. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, sind wir eine sozial gerechte Gesellschaft heutzutage? Nee. Es gibt schon eine sozial gerechte Gesellschaft. Global gesehen, denke ich, ist es recht sozial. Also nicht nur in Nauen, auch generell in Deutschland. Und Demokratie ist das Stichwort. Ich hoffe, dass es bleibt und dass es sich immer mehr in die Richtung auch entwickelt und dass wir davon nicht abkommen. Der Kampf um Demokratie, der Kampf um sozial gerechte Gesellschaft, den wird es immer geben. Wilhelm Busch hat mal gesagt, wenn du der Gerechtigkeit zum Erfolg verhelfen willst, dann musst du ganz lange Stiefel haben. Und da hat er recht. Es wird immer ein Kampf sein um mehr Gerechtigkeit, weil die viel Geld haben, die also gut durchs Leben kommen, die werden immer dafür sorgen, dass es noch mehr wird. Und da muss der Staat gegenhalten, da müssen wir gegenhalten, auch die Arbeiterwohlfahrt muss dagegenhalten, dass es gerechter wird, dass man denen hilft, die es nicht so gut haben. Im Moment läuft es nicht ganz so gut. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem gehabt, dass wir einen Kita-Platz für die Kleinen nicht bekommen haben. Das heißt also, Kita-Plätze gibt es nicht genug. Ja, das ist ja so, das ist ein altbekanntes Problem.
allen ganz voran brauchen wir natürlich kleinere Gruppen. Wir brauchen einfach mehr Zeit der Erzieherin für jedes einzelne Kind. Und das geht nur, wenn wir die Gruppengrößen senken. Das ist für uns vorrangig, aber gleichzeitig wollen wir eben auch die Beitragsfreiheit voranbringen. Für viele Familien ist eben dieser Kita-Beitrag im Monat doch ein ganzer Batzen Geld. Und auch da denken wir, ja, es ist ein erster Schritt getan und da müssen wir auch weiterkommen. Wir wollen erstmal es für junge Menschen leichter machen, den Lehrerberuf auszuüben. Das gehört auch dazu, dass wir die Betreuung im letzten Referendariatsjahr vereinfachen, dass die gewährleistet wird, sodass wir mehr Lehrer eben bereitstellen können. Weil ohne Lehrer funktioniert die ganze Sache nicht. Und Kitas müssen wir auf jeden Fall ausbauen. Wir müssen den Erzieherberuf fördern. Da geht es auch um Gehalt, da geht es auch um Wertschätzung des Berufs. Und dafür stehen wir Freien Demokraten, dass Menschen in diesem Beruf mehr verdienen sollen. Wir wollen, dass zum Beispiel die Erzieherinnenausbildung endlich kostenfrei wird und auch vergütet wird. Und dass sie vor allen Dingen aufgewertet wird, ne? Also auch an OSZ stattfinden wird. Wir brauchen einen Breitbandausbau, wo auch der Bund in der Pflicht ist. Und wir brauchen eben eine medizinische Versorgung in Form von ähnlich der Polikliniken, um im ländlichen Raum die aufrechtzuerhalten. Wir sehen ja, in den letzten 10 Jahren hat sich im ländlichen Raum nicht extrem viel getan. Jedenfalls ist das Gefühl im Raum. Ich komme aus dem Dorf, ich kenne es da. Wir haben eine marode Infrastruktur, möchte ich nicht sagen, aber sie ist nicht gut. Da müssen wir anpacken. Der ÖPNV muss dringend ausgebessert werden. Also nicht nur diese Plusbuslinien, sondern den Anschluss direkt an unsere Hauptstadt, den Anschluss direkt an Leipzig. Nicht nur immer fokussiert auf Berlin, wir haben andere Metropolen. Also wenn man hier den Bereich sieht, die nächste Metropole wäre eben auch schon wieder Leipzig. Gleiche Entfernung ungefähr. Die sozial gerechte Gesellschaft, haben wir sie oder haben wir sie nicht? Nee, also ich möchte sagen, nee, wir haben sie nicht. Da fehlt noch ein Ende. Ich kann nur ja von unseren Klienten reden, ne? Und die fühlen sich sehr wohl. Also wir unternehmen ganz viel. Wir sind viel in Prenzlau unterwegs und auch außerhalb. Und ich glaube, dass sie einfach sehr integriert werden, dass da, also abhängen, ich glaube, davon kann man nicht mehr reden. Ich glaube, das war vor bestimmt 10, 20 Jahren noch so, aber heute nicht mehr. Die sozial gerechte Gesellschaft, die ist noch nicht da. Sie war vor 100 Jahren extrem nicht da, ist heute sicher, wenn man die 100 Jahre betrachtet, besser geworden. Wir haben es aber noch nicht überall hingeschafft. Ich glaube, dass die Integration der Flüchtlinge eine große Chance sein kann. Wir haben hier auch in Wittstock Beispiele, wo Flüchtlinge nach kurzer Zeit geschafft haben, auch Deutsch zu lernen, auch durchaus eine Ausbildung beginnen. Zur Integration gehört aber auch Regeln beizubringen, Regeln, die in unserer Gesellschaft gelten. Und wenn es Verstöße gegen Regeln gibt, diese auch zu ahnden. Das eine ohne das andere wird nicht funktionieren. Wir müssen Wohnungen bereitstellen. Wir müssen Wohnungen haben für die Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, langfristig, die selbst sich um Arbeit gekümmert haben, um Ausbildung gekümmert haben. Und da müssen wir ran. Wir brauchen zum einen erstmal sichere Fluchtwege, damit Menschen nicht mehr im Mittelmeer ertrinken. Das finde ich einen der größten Skandale innerhalb dieses geeinten Europas. Zum Zweiten brauchen wir natürlich viel mehr Integrationsmaßnahmen. Wir brauchen deutsche Flüchtlinge. Das Landesprogramm Deutsche Flüchtlinge wird fortgesetzt. Wir brauchen aber auch vor Ort echte kommunale Integrationsrunde Tische, wo tatsächlich alle am Tisch sitzen, Unternehmer, Wohnungsbaugesellschaften, damit wir Menschen sehr schnell auch in Wohnungsunterbringung bekommen, weil das fördert Integration. 100 Jahre sind wir alt geworden, aber so sehen wir noch nie alle aus. Alles Gute zum Geburtstag, Abo. Toll ist das, toll. Mensch, die haben sich lange gehalten, auf Deutsch gesagt. Gebraucht zu werden, ist doch ein großes Glück. Und dafür, denke ich, sind wir da. Wir machen es gern. Alles Gute und immer weiter so.